Shalom Aleichem, Erev Tov, Bruchim Abayim, herzlich willkommen zum Shiur Halacha. Wir hatten wirklich eine lange Pause, schon gute paar Wochen, dass wir haben uns nicht getroffen. Am Dienstag für Shiur Halacha, in verschiedenen Gründen, war Chag HaShavuot, später war ich war verreist. Wahrscheinlich nächste Woche, es wird auch schwierig sein, es ist Gimel Tammuz, dritte Tammuz, die Hochzeit von Rebben. Auch nicht da. Auf jeden Fall aber Baruch Hashem, dass wir haben die Gelegenheit jetzt, das kann man besprechen und diskutieren und handeln. Verschiedene wichtige, aktuelle Halachot, halachische Fragen, was sind gekommen zu unserem Tisch in die letzten Tagen. Also wir hatten also wirklich viele, viele Halachot, viele Fragen. Aber werden wir heute also verschiedene Fragen, was vielleicht kann man sagen, gehört zu unserer Parasha. Weil unsere Parasha, Parashat Korach, unter anderem, also es ist kein Shur Parashat Shavua, es ist Shur Halacha, aber wir können das verbinden auch mit Parashat Shavua, unter anderem die Parasha bespricht die Matanot von Kehuna. Also wir wissen doch, dass es gibt 24 Geschenke an die Kohanim. Das steht in unserer Parasha. Also es gibt verschiedene Matanot. Es gibt Trumot, Masrot, Chala. Also wirklich, also Zohar, Lechayim, Kiva. Es gibt verschiedene, also wir werden da nicht zählen die ganze und nennen die ganze Matanot. Aber auf jeden Fall eine wichtige Matana, es ist Pidyon HaBen. Was ist Pidyon HaBen? Das steht schon, also steht Kol Bchor Banecha Titeni. Ufduyav im Ben Chodesh Tivdei, also steht schon ein paar Mal in der Tora, aber steht auch in unserer Parasha, wie gesagt, bezüglich die Parasha von Kehuna, die Parasha von Kohanim, dann steht, dass eine von den Matanot, eine von den Geschenke, eine von den Rechten, was die Kohen hat, eine von den Verdiensten, es ist ihm gehört, er soll bekommen jeder Erstgeborene. Also jeder jüdische Erstgeborene, es ist geehrt zum Kohen. Es ist geehrt zum Kohen, jeder Bechor, so wie eigentlich also bei der Tiere, also bei koschere Tiere und ebenso bei Esen. Aber wir reden jetzt über Menschen. Also jeder Erstgeborene, solange es kein Levi und kein Kohen, es ist geehrt zum Kohen. Und übrigens auch, wenn seine Mutter ist Kohen oder Levi, dann er ist frei von dieser Mitzvah. Auf jeden Fall, also selbstverständlich, wir geben nicht unsere Erstgeborene zum Kohen, sondern wir lesen ihm aus. Das heißt, wir machen eine Auslesung, einen Tausch gegen Geld. Und das ist Chamisha Slaim. Chamisha Slaim, also 5 Slaim, muss man geben an den Kohen. Also das ist die, was die Tora sagt, das ist die Wert von der Bechor, das muss man geben an den Kohen. Wie viel ist 5 Slaim? Heutzutage 5 Slaim, es ist ungefähr um die 100 Gramm Silber. Aber das genau wollen wir besprechen und dann, warum bespreche ich das jetzt? Also nicht, weil ich will jetzt zum Pidyon HaBen bezüglich Parashat HaShavua sprechen, sondern weil es gab eine Anliegen da bei uns in der Synagoge, in Chabadhaus, für einige Wochen, für 2-3 Wochen, dass es gab ein interessantes Pidyon HaBen. Es gab ein Mann da, ein Gast bei uns, was bei ihm einen Monat vorher bei ihm geboren, sein erstgeborener Sohn, das heißt sein Bechor. Aber er war zufällig wegen Arbeit, wegen verschiedenen Sachen, am 31. Tag, also die Yom HaShloshim, er war gerade da, bei uns in Frankfurt, und er wollte machen Pidyon HaBen. Selbstverständlich, das Baby war nicht mit ihm. Das heißt, das Baby war in seine, ich will nicht also zu viel nennen, also zu viele Details, aber es war woanders, also in einer anderen Stadt, aber er musste da sein. Und die Frage ist, ob sowas ist koscher. Das heißt, kann man durchführen Pidyon HaBen zwischen Vater und Kohen, auch wenn das Baby nicht da anwesend,
oder es ist problematisch. Interessante Frage. Das heißt, wenn man geht auslesen, wenn man geht machen Pidyon HaBen, also kaufen oder auslesen, lösen der Erstgeborene, Lifdot, Austauschung, wie man soll es nicht definieren. Dann die Frage ist, ob man muss unbedingt das machen mit Anwesenheit von das Baby oder darf es sein auch ohne Baby? Es geht auch ohne Baby, ja oder nein? Was sagt ihr? Kann jemand sagen? Was sagst du? Kann man? Ja. Okay. Kann man machen ohne Baby, glaube ich. Kann man machen ohne. Sehr gut, okay. So haben wir gemacht, so haben du geführt. Und das will ich besprechen. Also steht in Racha so, dass Lechatchila, selbstverständlich ist Lechatchila von vornherein, soll man schon machen Pidyon HaBen mit Anwesenheit von das Baby. So macht, so ist die Minag, so ist die Brauch, so ist die Minag Israel. Das wird gemacht unbedingt überall. Also macht man, das ist schon auch eine wichtige Suda. Und es gibt auch die Anweisungen für die Zeremonie, dass es soll gemacht werden inmitten des Suda. Das heißt, anders als Brit Milah. Brit Milah, wir machen doch die Zeremonie von Brit, von der Beschneidung. Und später waschen wir die Hände, machen wir Suda von Brit Milah, Suda Mitzvah. Aber gerade bei Pidyon HaBen ist andersrum. Also beginnen wir gerade mit der Daim Suda. Und während der Suda wird durchgeführt die Zeremonie von Pidyon HaBen. Dann normalerweise wird doch das Baby wird gebracht und er wird umgewickelt mit verschiedenen Schmucken oder wird verschmuckt und wirklich, also macht man schon davon eine ganze Zeremonie. Aber da, wie gesagt, er ist nicht da. Er kann nicht da sein und der Vater selbstverständlich will unbedingt die Mitzvah durchführen, also will die Mitzvah erfüllen. Dann steht geschrieben in Alachat, da steht in Shulchan Aruch, steht in Ramon. Das ist kein Problem, wenn der, also nachhinein, wenn das Baby nicht da ist, kein Problem, weil das Pflicht liegt doch auf dem Vater und der Vater muss durchführen die ganze Zeremonie. Das heißt, er kommt zum Kohen, aber es ist anders als, und er sagt den folgenden Text, anders als der Text, was steht bei uns in der Siddur. Bei uns in der Siddur, normalerweise, wie gesagt, der Vater ist doch mit das Baby zusammen, das Baby ist da. Wenn das Baby ist da, dann sagt der Vater an der Kohen, Ishti Yaldali Bni Bechori Zeh. Das heißt, Ishti Israelit, also meine Frau, meine israelische Frau, wie gesagt, das ist kein Kohen und kein Levi, und auch keine Tochter von Kohen und keine Tochter von Levi. Sie ist geboren, sie hatte ein Kind bekommen, ein Kind von Bni Bechori, also mein Erstgeborener, und er ist da, der ist der. So steht bei uns in Sidur, der ist da, der, so steht bei uns in Sidur. Aber selbstverständlich, wenn er ist abwesend, wenn er ist nicht da, dann selbstverständlich können wir das nicht sagen. Deswegen, wir haben so gesagt, ich habe gesagt, also sagt, Ishti Israelit Yaldali Bni Bechori. Das heißt, meine Frau hat mich geboren, ein Kind bekommen und nicht sagen der, weil er ist nicht da. Einfach so. Und dann sagt der Kohen sagt weiter, was willst du mehr? Also das Baby mich geben oder stattdessen das Geld mir geben? Und dann selbstverständlich sagt der Vater, hey, ich will das Baby bei mich aufhalten und dann ich werde dir das Geld geben. Und so haben wir gemacht und so hat er gemacht und Finitra Komedia gemacht auch mit Bracha, alles ist okay, mit Shechianu, alles gut. Die zwei Brachot, Pidyon HaBen und Shechianu, das ist gut, so gemacht. Das ist Frage Nummer 1, was war bei uns bezüglich Pidyon HaBen. Frage Nummer 2 war, ich weiß nicht warum, aber es ist jetzt nicht wichtig, aber wenn ich habe ihn gefragt, also was hast du was vorbereitet an der Kohen, das Geld zu geben, sagt er ja, und er steckt aus ein Geldschein von 100 Euro oder 250, egal, habe ich schon gesagt, das ist nicht koscher, das ist nicht gut, das funktioniert nicht. Und dann hat er gewundert. Man hat mich gesagt, dass ein Wert von 5 Slaim, wie gesagt, von 100 Gramm Silber, das ist ungefähr auch bei 100 Euro, ich glaube, heutzutage, ich weiß nicht genau, also was ist heute genau der Kurs, aber der gesagt, man hat mich gesagt, dass es so kann man geben. Also muss man nicht unbedingt 100 Gramm Silber geben, sondern kann man geben auch einen Wert von
ein Wert von 100 Gramm Silber, habe ich gesagt, ja, aber nicht mit einem Geldschein. Ein Geldschein, was ist aus Papier, es ist problematisch. Und er wusste es nicht. Und ich habe ihm gegeben was anderes, also ich habe ihm organisiert was anderes, also silberne Münzen, was ich habe für solche Gelegenheiten. Und er hat so gemacht, also er hat quasi von mich gekauft und er hat das gegeben an der Koje, das heißt, das war seine, und dann hat das geschenkt an der Koje und später ich habe es gekauft von der Koje zurück für das nächste Mal, das heißt, und am Endeffekt der Koje hat was bekommen dafür, für die Mitzwa von Pini Laben, hat er verdient 100 Euro. Man kann mehr. Jetzt will ich also diskutieren gerade diese Frage, was ist problematisch mit Geldscheine, wo ist das Problem mit einem Schein von 100 Euro, von 50 oder von 500 Euro, 200 Euro oder 10 Euro, warum es kann problematisch sein. Und ich werde ein bisschen verbreiten dieses Thema. Dann, es geht so, das folgende. Es gibt also verschiedene Mitzvot von der Torah, was hängen wie auch unser Alltag, es geht um Geld. Es geht alles um Geld. Also es gibt zum Beispiel das mit Pidyon HaBen, oder es gibt zum Beispiel, wenn man eine Spende gegeben an Beit HaMikdash, an der Heilige Tempel, an Berg HaBayit. Man hat gespendet als Geschenk, als Spende an Beit HaMikdash ein Grundstück, ein Stück Land. Es kann sein irgendwie ein Gegenstand, was hat ganz, ganz wichtig für mich. Und später, ich will es zurückkaufen. Das heißt, ich will das Geldwert von diesem Gegenstand will ich geben an Beit HaMikdash, an die Kasse, und will ich zurückkaufen. Das geht, das ist kein Problem. Es gibt verschiedene Bedingungen, muss man dazu noch 25%, also noch ein Fünftel geben. Aber auf jeden Fall, dann steht ein interessanter Satz in der Tora, wobei es steht nicht so deutlich, aber so die Gemara, der Talmud so definiert es. So nennt es Venatana Kesef Kamlo. Das heißt, du gibst das Geld und dann kannst du das zurück auflösen die Gegenstand oder andere Spende, Sachspende, was hast du gegeben und wieder das zurückbekommen. Das ist kein Problem, Venatana Kesef Kamlo. Aber dann sagt die Gemore in Traktat Kiddushim und viele andere Orte, viele andere Stellen, und steht auch in Shulchan Aruch, dann, wenn du willst sowas etwas auflösen, dann steht Venatana Kesef, muss man mit Kesef. Nur mit Geld. Mit was nicht? Das heißt, was kann man ausschließen? Es wird ausgeschlossen, zum Beispiel KK, ein Land darfst du nicht stattdessen geben. Und ebenso Yatsu Starot. Star. Also Dokumenten, also so steht. Also wir wissen nicht, Star ist ein Bankschein oder ein Check. Aber Yatsu Starot, also mit Star, mit Check oder mit Bankschein. Wertpapier. Oder Wertpapiere. Oder Wertpapiere. Ja, wie auch immer, das funktioniert nicht. Damit kann man nicht auflösen, irgendwie was musst du nach der Tora, nach der Halacha auflösen. Okay, so steht in Talmud, so wird gemacht in Shorah. Jetzt ist die Frage, was ist die Definition von diesem Begriff von Star? Von Bankschein oder von ein Check, was ist genau, was geht rein in diese Regel, in diesen Begriff von Star? Also normalerweise, Starchor bedeutet ein Ausleihen, ein Darlehenvertrag. Zum Beispiel, wenn ich habe irgendwie, oder wie heißt es, wenn jemand schuld, also Schuldpapiere, wenn jemand schuldet mir etwas und dann hat er irgendwie ein Papier, einen Vertrag, was er mit mir gemacht, damit kann ich nicht irgendwie sagen, okay, nimm dieses Dokument, damit kannst du irgendwie das Geld zurückbekommen und das hat schon ein Wert von Geld oder ein Bankschein oder ein andere Wertpapier oder solche Sachen. Das heißt, die Sache ist, dass es solche Dokumente, solche Papiere, was haben keine eigene, keine Selbstwert.
nicht die Verantwortung tragen. Was meinst du mit Verantwortung tragen? Die Verantwortung, weil wenn ich Schuldschein jemandem gebe, also jemand. Wenn der Schuldschein, ich leite weiter, dann im Prinzip kann er doch das Geld im Endeffekt bekommen. Aber trotzdem, weil diese Schuldschein, weil der Schuldschein hat keine eigene, keine Selbstwert, sondern das ist nur ein Nachweis, das ist nur ein Beweis über das Geld, wo liegt woanders, was liegt woanders. Deswegen, das hat keine Wichtigkeit von Kessef. Das hat keine Wichtigkeit von Geld nach die Torah. Also es gibt auch eine große, riesige Diskussion in der Halacha, was ist genau die Definition von Geld, aber ich will nicht jetzt reingehen. In diese, vielleicht anders mal, was ist genau Geld, Silber oder Währung, aber auf jeden Fall ein Schuldschein oder ein Bankschein oder solche Darlehensscheine und solche Sachen sind nicht in die Ebene von die gehen nicht rein in die Regeln, in den Begriff von Kessef nach die halachische Definition von Kessef. Deswegen, das genau, was der Talmud sagt uns, das Star, ein Schuldschein oder solche Sachen, sind nicht in der Regel, die haben keine Funktion, dass damit kann man halachisch etwas damit kaufen, wo wird verlangt dafür Geld. Also wir reden jetzt nicht über verschiedene Kaufgeschäfte oder Geschäfte, das wird gemacht zwischen Menschen, das alles macht, wie du willst. Auch, es gibt auch Regeln, aber das geht schon. Aber wir reden jetzt über Sachen, was halachisch, das ist Mitzvot, wie gesagt, wie Hekdesh, wie etwas, was zu tun hat mit Beit HaMikdash, oder etwas, was zu tun hat mit Pidyon HaBen, wo die Tora sagt, das muss man 5 Slaim, muss man 5 Slaim geben an der Kohen, es muss schon sein, Geld und nicht Schuldscheine und solche Sachen. Jetzt, kein das, Bitcoin. Ha? Auch kein Bitcoin. Ich habe kein Bitcoin, aber kein Bitcoin. Kein Bitcoin und so weiter, ja. Das ist aber alles über Schuldschein. Die Frage jetzt über die heutige Geldscheine. Wenn ich habe einen Geldschein von 100 Euro oder von 500 Euro, das hat schon einen Wert von 500 Euro. Also ist keine Frage. Die Frage, ob das geht ebenso in die Regel von Schuldscheine oder nicht. Weil kann man nicht sagen, das ist ein Schuldschein. Ja, ein Schuldschein, es ist, je nachdem, wie der... Wie der verantwortlich hat die Möglichkeit zu bezahlen oder nicht. Wenn nicht, dann hast du Pech. Ja? Das hat keine echte Wahrheit von Geld. Aber gerade bei Geldscheinen, wo ist das Problem? Geldscheine im Prinzip, also damalige Zeiten, also heutzutage nicht, aber in ehemaligen Zeiten, Geldscheine war doch ebenso wie eine Definition von Schuldschein, weil das ist, dass der Staat, das ist quasi ebenso eine Beweise, dass der Staat hat, dass das Stück Gold in ihre Lagern, in ihre Schätze, ja. Aber abgesehen davon, also die Frage jetzt, also Geldscheine sind in die halachische Regel von Kessef oder in die halachische Definition von Staat, von Schuldscheine. Dann es gibt wirklich eine riesige Diskussion zwischen der Achronim und wie was haben damit gesprochen. Das ist der Chatam Sofer, unser Chatam Sofer. Was ist der Frankfurter Chatam Sofer? Was ist geborene Chatam Sofer hier? Was ist war eine von den Spitzen von den Poskim, auf jeden Fall von den Ashkenazim. Und er sagt sehr interessant. Er sagt, dass eigentlich vielleicht es ist ein Papier und es hat nur ein Wert von eine Wichtigkeit, eine Stufe, ein Niveau von nur Papiere, die Starot, aber weil, sagt er, nach der Regel von Dina de Malchuta Dina, weil nach die Stadtgesetze, es wird doch betrachtet als Geld, deswegen sagt er, Geldscheine funktionieren auch bei solchen Sachen. Auch die Sachen, was nach die Torah, man braucht unbedingt Geld, aber weil die Regierung, also die Stadtregierung, die haben diese Währung genommen, diese Papiere genommen als ein integrierter Teil und als, kann man sagen, der Schwerpunkt von ihren Währungen, gerade mit Geldscheinen. Deswegen sagen die,
mit Geldscheine, sagte Chatam Sofer, mit Geldscheine, es ist ein ganz normales Geld, so wie es ist, so wie es ist üblich bei allen Geschäften, unter Menschen in der Regierung, und es ist kein Problem. Deswegen sagt er, das hat automatisch nach die Regel von Dina de Malchuta Dina, das heißt, Dina Malchuta Dina bedeutet ein Gesetz von Regierung, solange es ist nicht gegen die Tora, es hat eine Funktion auch nach der Tora, und ebenso sagt er auch in solche halachische Dinge, dass man braucht unbedingt Geld, weil die Regierung entschieden hat, dass doch es funktioniert als Geld, ebenso in die halachische Definitionen funktioniert es auch als Geld, und deswegen sagt er, kann man zum Beispiel das, die Sachspende zurückkaufen von Hektisch mit Geldschein, sagt er. Doch aber bei Bezug des Spidjona Ben sagt er, vielleicht es ist doch problematisch, weil da haben wir quasi Geschäfte mit Himmel und nicht mit Menschen. Weil der Kohen da repräsentiert nur der Kadosh Baruch Hu, der liebe Gott quasi. Und wir machen quasi mit ihm ein Geschäft. Deswegen sagt er vielleicht, das was die Regierung, die Europäische Bank entschieden hat, dass diese Papier hat einen Wert von 500 Euro oder von 100 Euro, es hat keine Funktion über unsere Geschäfte mit liebe Gott. So sagt er. Deswegen, das heißt, er ist der Einzige, der sagt, dass doch es kann funktionieren bei halachischen Sachen, aber die andere Postkim sagen, nein, es funktioniert nicht. Die Geldscheine sind ebenso betrachtet als Starot, als Schuldscheine oder als andere, und deswegen sagen die andere Postkim, und so sind die meisten Postkim, das Pidyona Ben, also auflösen, das Kind von Kohen, geht nicht mit Geldscheinen. Okay? Weil steht bei uns, wenn Natan hat Kesef. Es muss sein mit Kesef, es muss sein mit deutliche, klare Kesef. Da, mit was ja? Das heißt, ich habe gesagt, Geldscheine nicht. Also deswegen, weil steht, wenn Natan hat Kesef, es muss nicht sein wirklich mit Munzen, mit Währung. Es kann auch sein mit Shavek Kesef, mit einem Gegenstand, was hat auch diese Wertvoll. Das heißt, Geldscheine nicht. Aber wenn ich habe eine schöne Uhr oder sogar ein Telefon, was die Telefon, also eine wichtige Gegenstand, ein wichtiges Objekt, was hat schon eine gute Wertvoll, also mindestens von 100 Euro, darf ich das geben an der Kohen, als Matana, als Geschenk. Solange hat es die Wertvoll von was heute der Kurs von 100 Gramm Silber, das funktioniert. Das heißt, kann man ein schöne Uhr geben, ein schöner Schmuck, eine schöne silberne Becher von Schabes, kann man geben als Geschenk, als diese 5 Slayen, das ist kein Problem. Kann man auch eine Leuchter geben, das kann. Oder kann man, und so habe ich gemacht, ich habe ihm gegeben, also silberne Munzen, was nicht unbedingt das ist, ich glaube, das ist amerikanische auch. Ja, das ist amerikanische, aber es ist egal, weil ich gebe nicht jetzt als Munze, als Währungsmunze von USA, sondern da es ist eine reine Silber, und solange habe ich jetzt gerade 5 Stück von 100, mindestens 100 Gramm, oder da gibt es mehr, also 120 Gramm, das muss ich sein. Fünf Schleim, zum Beispiel in Israel. Also die israelische Bank hat ausgestellt wirklich solche Münzen speziell für Pidyona Ben. Die haben so gemacht, also 5 Schleim. Und die Sache ist nicht, es geht nicht um die Währung, sondern es geht um, es ist reinem Silber. Und habe ich da, wenn ich habe da, egal von welchem Land, 100, mindestens 100, es gibt solche Sagen, 115, sage ich 100, 120, Gewicht von Silber, 100 Gramm, 120 Gramm von Silber, dann alles gut. Ich habe ihm so gegeben, ich habe ihm das gegeben, also gib es zu dem Coin, er hat von mir gekauft, und so haben wir gemacht. Das heißt, die Zusammenfassung von dieser Frage, was wir gerade besprochen haben, also Pidyona Ben, also auflesen das Kind, der Erstgeborene, besser, also wobei es gibt einige Posten, die sagen, das ist koscher, aber besser nicht mit Geldscheinen, nicht mit Papierscheinen.
Also mit Check, mit Bank, mit Bankschein auf jeden Fall nicht. Mit einem Check auf jeden Fall nicht. Mit Schuldschein auf jeden Fall nicht. Aber auch Geldscheine, wobei es gibt einige, die sagen, das ist koscher. Aber die Minhag ist, dass man geht strenger nach den Posten, was sagen, das ist nicht koscher. Deswegen man soll es nicht machen mit Geldscheinen, sondern mit Objekten, mit Gegenständen, mit silbernen Münzen oder mit silbernen Schmucken oder andere Gegenstand, was hat schon eine Wichtigkeit und hat einen Wert von diese oben genannte 100 Gramm Silber. Und alles gut, so habe ich ihm gesagt. Und so haben wir gemacht und soll sein zu Massen. Okay, bis da zwei Fragen über Pidyon HaBen. Was war sehr interessant, also gerade bei uns in der Synagoge, was haben wir so gemacht? Also zwei Fragen, wenn das Kind ist nicht da und ebenso, mit welchem Geld soll man Pidyon HaBen machen? Okay, dann gehen wir zu dem nächsten Thema. Cool. Ja, bitte. Darf ich eine kleine Frage bitte? Ja, bitte. Eine theoretische Frage. Was passiert, wenn der Vater sagt, nein, ich möchte, dass du das Kind behältst zu Kohen. Was passiert mit dem Kind? Also, und gab es sowas schon mal in der Geschichte, wo. Ich habe nie erlebt, sowas und ich habe nie gesehen, dass sowas passiert. Aber im Prinzip, dann soll Geher zum Kohen. Na klar, in der heutigen Zeit, klar, ich habe mich. Ja, aber auch in der Vergangenheit habe ich nicht gesehen, da habe ich nicht gehört. Interessante Frage, aber ich weiß nicht, ob einmal schon sowas passiert. Okay, weil für mich interessant wird dann das Kind wie ein Levi oder wie wird das Kind wird dann. Ah, interessant. Okay, nein, er kann nicht sein, ein Kohen oder ein Levi, wenn er nicht so geboren. Die Frage nur, was ist die Beziehung zum. Aber wie gesagt, also, es wird nicht gemacht, sowas hier. Genau. Wir haben noch eine Frage bezüglich ein neugeborenes Kind, aber das lassen wir für die Ende, okay? Das ist gerade eine aktuelle Frage, was ist gekommen die letzten Tage, aber lassen wir das für später, weil ich will damit beenden. Dann noch eine Frage. Jetzt andere Frage total, also wir haben gesprochen jetzt über erfreuliche Anliegen, jetzt gerade über Magal HaChaim, über den Lebenszyklus, also was passiert, also wenn ein Mensch kommt zu seinen 120, Yom Kudator, und dann ist er gestorben. Ja, das ist passiert, ein Mensch wird geboren, erst geboren oder als zweite, dritte Kind, aber auf jeden Fall nach 120, er stirbt so, und dann, es ist passiert gerade, dass ein Mann, nicht hier, woanders, aber da in Deutschland, gestorben zwei Tage vor Schwurs. Auf jeden Fall die Leweihe war zwei Tage oder ein Tag vor Schwurs, also für drei Wochen. Dann die Sassenschiebe ein oder zwei Tage. Dann haben die gefragt, wie läuft es weiter bezüglich Schieber oder Schläuchen? Moment, etwas was gefallen? Ihr Bild ist weg. Ja, Moment, weil irgendwie problematisch da. Kleinen Moment. Moment, ich komme zurück. Jetzt ist gut? Okay, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ja. Okay, war ein Problem. Die Internetverbindung. Okay. Dann was ist da, wie läuft es weiter? Also sehr interessante Halachot, weil da kommt eine Neuigkeit, weil nicht viele wissen, man soll davon nicht wissen, aber auf jeden Fall, es gibt eine Regel, also zwei, drei Regeln, interessant. Weil die haben mich gefragt und ich habe sie geantwortet, und sehr interessant. Also Nummer eins, wir wissen doch, dass Regel Mafsik Shiva bedeutet, wenn es kommt ein Feiertag in Mitte des Shiva, egal welcher Feiertag, also Rosh Hashanah, Yom Kippur oder einer von den drei Feiertagen, Pesach, Shavuot, Sukkot, das bricht die Shiva. Das heißt, wenn die saßen, sogar eine Stunde, aber die saßen irgendwie, oder einen Tag oder zwei Tage, wenn es kommt Yom Tev rein, das bricht die Shiva und die Shiva ist zu Ende. Okay? Jetzt kommt
sehr interessante Halacha, was viele wissen nicht, also bezüglich Shavuot. Weil normalerweise, also wenn es ist Pesach zum Beispiel, dann, wie funktioniert es? Dann, dann Feiertag bricht die Shiva und dann 7 Tage ist wieder vorbei vom Feiertag. Dann nach dem Feiertag zählt man bis Schleuschen. Wie viel? Noch 16 Tage, weil Shiva ist gebrochen. Shiva ist aufgebrochen, dann noch 7 Tage von Feiertag und dann geblieben 16 Tage. Bei Shavuot kommt eine große Chiddush, dass der ein Tag von Shavuot wird quasi gezählt und betrachtet als 7 Tage. Warum? Weil wir wissen doch, dass der Shavuot hat ebenso, wir haben darüber gesprochen, also um das Thema von Shavuot, dass der Shavuot hat ebenso die Möglichkeit, dass 7 Tage später in der Zeit von Beit HaMikdash man konnte damals ergänzen oder nachholen, die was haben verpasst und die was haben nicht gebracht, die Korbanot. Wir haben gesagt auch, dass gerade der Tag nach Shavuot die meisten, so wie der Altrebbe beschreibt, haben dann gemacht die Opferungen, die haben geopfert in Beit HaMikdash. Auf jeden Fall, aber weil es gibt 7 Tage, dann deswegen die originale Tag von Chag HaShavuot wird gezählt und betrachtet als 7 Tage. Und dann kommt es, dass quasi nach Shavuot zählt er für Schleuschim nur 16 Tage. Das heißt, wie gesagt, die Shiva hat aufgebrochen, die Shavuot hat aufgebrochen, die Shiva. Dann der Feiertag selbst gezählt als 7 Tage. Und nach Shavuot zählt er nur 16 Tage und dann kommt er zum Schleuschim. Das ist ein Chiddush von Chag HaShavuot. Was nicht alle wissen, okay? Und dann, die Frage nur, aber das ist Schleuschim, weil Schleuschim hat verschiedene Minagim von Avilut, verschiedene Sachen, was sind erlaubt nach Schleuschim, wenn es ist nicht der Vater und Mutter. Auch, aber dann, es gibt verschiedene Sachen. Die Frage ist aber, die haben mir gefragt, ob die sollen Eule la Kever, die sollen ebenso zum Grab gehen, in welche Schleuschim Tag, in welche 30. Tag, also die Originale, also 30 Tage physisch, echte 30 Tage nach der Beerdigung oder die theoretische 30. Tag quasi nach die halachische Regel, was ist nur 18 Tage nach der Beerdigung. Also das ist auch eine interessante Diskussion in Halacha. Es gibt solche, die sagen, soll man gehen in die 30. Tag, wo die Halacha sagt, es ist 30. Tag, also quasi die theoretische, also die kürze, die kürzere 30. Aber die meisten Poskim und so ist die Meinung, sagen nein, also bezüglich der Aliyah LaKever, also gehen zum Grab, lieber gehen in die ursprüngliche 30. Tag, bedeutet wirklich zählen 30 Tage nach Beerdigung und dann soll in die auf dem Grab gehen. Okay? Das ist eine Frage, was war bezüglich Shiva und Shleuschim und Shavuot. Noch eine Frage jetzt, total andere Frage, total andere Thema, wegen Kashrut. Also jemand hat mich angerufen, also aus der Gegend da, und hat gesagt, oioioi, was ist passiert? Ich habe eine fleischige Teller gewaschen mit milchige Schwamm. Das heißt, die Scotch, wie heißt es? Schwamm, ja? Ja, Spülschwamm. Spülschwamm. Normalerweise wird separat, also es gibt für Fleisch und Milch. Dann hat er genommen eine fleischige Teller und aus Versehen hat er es gewaschen mit milchige Spülschwamm. Spülschwamm, ja. Mit milchige Spülschwamm. Was macht er jetzt? Es ist Dreif, es ist Koscher nicht. Ich habe gesagt, alles okay, sei ruhig, alles in Ordnung. Das heißt, mit Chathila, also von vornherein, soll man selbstverständlich, also separat haben, Spülschwamm dafür, Spülschwamm dafür, also die Milchige und Fleischige, wenn man kann, auch zwei verschiedene Farben. Auf jeden Fall, wenn es ist in einem Spülbecken, auf jeden Fall, soll man es separat, wenn man hat also verschiedene Waschbecken, das ist kein Problem. Aber da muss man, wenn es ist einen wie bei meisten, dann muss man schon beachten. Und das habe ich gesagt, also vom Chachila auf jeden Fall, von vornherein soll man das ganz vorsichtig beachten. Aber wenn es ist passiert,
Normalerweise ist kein Problem. Warum? Wegen zwei Gründen. Nummer eins, weil normalerweise das Wasser, die Temperatur von Wasser, was wird damit die Geschirr gespült, es ist nicht heißes Wasser, das ist warme Wasser, also lowwarm. Es ist auf jeden Fall nicht Yatzoledet. Yatzoledet bedeutet also über 43 Grad. Wenn es ist über 43 Grad, dann kannst du nicht, das ist Yatzoledet, das kannst du nicht anfassen. Kannst du nicht waschen, die Geschirr. Normalerweise wird mit lowwarm oder mit kaltes Wasser gespült. Ist deswegen, es verbietet nicht die Gegensort von die Geschirr, was wurde gespült, mit die falsche Spülschwamm. Dazu noch muss man ebenso sagen, dass ein zweiter Grund, dass normalerweise wird gespült doch mit Seife. Ja? Und diese Seife normalerweise macht Pogum, das heißt, es macht das Geschmack von das Essen, von der Gegensort von Essen, es macht es, es soll nicht so, also ohne Geschmack sein oder mit deine ungenießbar, sehr gut, Schkoyach, ungenießbar. Und nach der Definition von Halacha, nach der Regeln von Halacha, wenn es ist ungenießbar, das ist in der halachischen Sprache, heißt es Tam Pagum. Wenn es ist Tam Pagum, dann es verbietet nicht die Gegensort von Geschirr, was hast du mit der falschen Schwammspül gespült. Ist deswegen wegen die zwei Gründen, es ist höchstwahrscheinlich kein Problem. Wenn du siehst wirklich irgendwie ein Stück von Fleisch, was wurde mit heißes Wasser gespült auf der Teller oder von Käse auf der fleischige Teller oder umgekehrt oder im Gegenteil, dann kann man schon irgendwie eine Frage haben. Aber solange es ist nicht so, sondern normalerweise ohne große Stückchen von Fleisch oder von Käse, und mit lowwarm oder kaltes Wasser und dazu mit Seife, es ist also mit Spül, wie sagt man? Spülschwamm. Nein, nicht mit Spülschwamm, also die Seife, wie heißt es auch? Spülmittel. Spülmittel. Ja, mit dem Spülmittel. Spülmittel macht es normalerweise ungenießbar, so wie du sagst. Und dann bei so einer Sache, bei so einer Situation, es sollte kein Problem sein. Aber wie gesagt, mit Chatchila von vornherein soll man beachten, ganz vorsichtig, dass wir haben für jede Geschirr, für Fleisch haben wir einen Schwammspül, von der andere Schwammspül. Wenn man hat zwei Waschbecken, das ist auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, das ist die Antwort, was ich habe Ihnen gegeben. Okay, das ist bezüglich dieses Thema. Jetzt, so wie ich gesagt habe, also kommen wir zurück zum Freude, aber ein bisschen auch ein bisschen traurig, also ein bisschen oder ein bisschen sorglich, aber auch zum Neugeborenen. Also vorher, also im Anfang von Schür haben wir gesprochen über Erstgeborenen, über neue Erstgeborenen, aber jetzt sind ein normaler Neugeborener. Und dann die Frage ist, es kam eine Frage, wir wissen doch, dass die Name bei uns, bei Jungs auf jeden Fall, wird gegeben beim Brit. Die Namengebung gerade bei uns, bei Jungs ist bei Brit und bei Mädchen es ist bei Kriyat HaTorah, machen wir Mishabeach und so weiter. Jetzt ist es eine Frage, wenn ein Baby ist geboren und irgendwie wegen einem Grund, also gesundheitlich, er darf jetzt in den nächsten paar Tagen oder in den nächsten zwei, drei Wochen darf er keine Brit machen. Also gesundheitlich, also so sagen die Ärzte, und er braucht vielleicht auch eine schwere Prozedur. Nein, mehr davon. Also irgendwie, also schwierige Problem, dass er braucht auch eine Behandlung. Schwierige Prozedur. Auf jeden Fall darf er nicht jetzt ein Brit auf jeden Fall also machen. Die Frage ist, was macht man mit dem Namen? Bleibt er ohne Name? Oder soll man schon den Namen geben, auch bei Aufrufen zum Torah, bei Mishabeach, soll man schon einen Namen geben und später beim Brit soll man das
wieder bestätigen? Das ist eine sehr interessante Frage. Also, bevor wir gehen zu dieser Frage, da brauchen wir zu verstehen, also wozu, also wo steht, dass soll man den Namen geben, gerade beim Brit? Das steht nicht klar und deutlich im Talmud oder irgendwie in der Loche. Schon in der Loche schon, also, aber auf jeden Fall, es gibt in verschiedenen, also für 700 Jahre, also verschiedene Bücher, also Sefer Menorat Amor, Rabbi Israel Nekaveh, dort steht, dass die Name wird gegeben gerade in der Brit. Warum? Erklären die Bücher, der heilige Bücher, weil vor der Brit das Baby quasi hat noch eine Verbindung zu den Kräften von der Unreinheit. Weil er hat noch die Vorhaut, er hat noch die Orla. Das heißt, solange hatte die Brit Mila die Beschneidung noch nicht durchgeführt, er hat noch eine Verbindung unter die Macht von die Klipot, von die unreinen Kräfte. Und deswegen, man soll noch die heilige Name noch nicht geben. Der heilige Name, die jüdische heilige Name wird ihm gegeben, gerade wenn die Vorhaut, wenn die Orla ist weg, und damit ebenso die ganze Klipot gehen von ihm weg. Und so wie es steht in Sefer Menorat Amor, das Tchilat Knisat Nefesh HaKdusha ist bei Brit Milah. Das heißt, der Anfang von Reinkommen, von der Nefesh HaKdusha, von der heiligen Seele, von, weil wir wissen doch, dass es gibt, so wie steht in Tanja, es gibt doch zwei Seelen, jeder hat zwei Seelen, also die tierische Seele und die göttliche Seele. Die tierische Seele kommt gleich beim Geburt, das ist Nefesh HaKdusha, das ist die Seele, was gibt ihm die Energie zum Leben, was die lebendige Seele, aber die zusätzliche Seele, die geistliche Seele, die göttliche Seele, was nur ein Eid hat, das bekommt ein Eid bei Bar Mitzvah. Aber sagt der Shulchan Aruch, Alter Rebbe, und wird gebracht von, er zitiert dieses Sefer Menorat Amor, dass trotzdem der Anfang von diesem Prozess beginnt schon beim Brit Milah. Deswegen bei Brit Milah, das ist die richtige Zeit, wann die Name, die jüdische heilige Name, soll ihm gegeben werden. Warum? Weil dann hat er wirklich den Anfang von Kontakt mit Gdusha. Also selbstverständlich, jeder Eid ist ein Eid und er ist heilig. Aber trotzdem, wenn wir wollen das ausdrucken, wenn wir wollen das verwirklichen, das beginnt gerade der Prozess von Brit Milah und später wird vollständig bei Bar Mitzvah. Das ist Gmar Knisat Nefesh HaKdusha. Das ist der Schluss von diesem Prozess. Aber der Anfang ist gerade bei Brit Milah. Deswegen, bevor Brit Milah, soll man keinen Namen geben. Jetzt kommen solche Posten, gerade von der letzten Generation, und die sagen, habe ich gesehen, also verschiedene Gedeuten, was die sagen, dass doch, wenn ein Kind ist krank oder hat eine gesundheitliche Problem, also wirklich großes Problem, dann kann man oder soll man schon die Name geben, sogar bevor die Brit Milah. Vielleicht, es kann ihm helfen, wenn man gibt die Name, so wie bei Menschen, man gibt sofort einen Name, insbesondere wenn das Kind ist nicht gesund, so sagen die Poskim. Also verschiedene Poskim habe ich gesehen, man zitiert also verschiedene Rabbi Yashi oder andere. Aber ich habe gesehen, also dass die andere Poskim, und so ist auch unser Minag, dass doch man wartet mit der Namengebung bis die Brit Milah. Egal was ist passiert, solange hat er keine Brit gemacht, solange hat er noch keine Brit, es kann dauern sogar einen Monat oder zwei Monate, es kann auch sein, dass Pidyon HaBen bei Erstgeborenen kommt noch bevor die Brit. Ich habe schon erlebt sowas. Es kann passieren. Wenn ein Kind kann nicht die Brit durchgeführt hat, also gesundheitlich, dann der 30. Tag, auf jeden Fall der 31. Tag, nach 30 Tagen muss er machen Pidyon HaBen. Das ist kein Widerspruch. Kann normalerweise sieht so aus, komisch, ja, weil normalerweise kommt der Brit Milah zum 8. Tag und der Pidyon HaBen zum 30. Tag. Aber da, es kann passieren. Aber auf jeden Fall, dann es gibt solche, die sagen, dass am Pidyon HaBen soll man auf jeden Fall den Namen geben. Aber wie gesagt, also andere Poskim und so ist, ich glaube auch unsere Minag, dass die Name wird immer gegeben bei Brit Milah, egal wann, auch wenn es dauert leider ein bisschen länger. Und soll man davon Chas und Sholem nicht wissen, sondern die alle, Bezrat Hashem, die alle Kinder sollen gesund sein. Und Bezrat Hashem,
So, alle machen Bris, bis Manoi, Beitoi, bis Manoi. Ja, das ist die Themen, was haben wir heute gesprochen. Ich glaube, war also interessante, verschiedene interessante Themen. Also war über Pidyon HaBen zwei Fragen noch. Mit Abwesenheit von das Kind kann man durchführen und mit welchem Geld kann man durchführen, mit welchen Mitteln. Und später haben wir gesprochen über Shiva und Shloshim um Chag HaShavuot und später auch Kashrut, Basar B'Chalav mit einem Spülschwamm, mit einem falschen Spülschwamm und dann am Ende die Namegebung, wann soll gegeben werden, ob kann es bevor Brit oder nicht. Auf jeden Fall, wir wünschen alle Psurus Teves, Zorotowot, gute Nachrichten, Besat Hashem, nur gute Psurus und alle soll gesund sein und alle Soldaten soll zurück in ihre Heimat beschulen mit Frieden und die alle Chatufim, die alle Entführte soll zurückkommen mit Frieden, mit gesund und nur Psurotowot und Sholem al Israel, Todar Rabba, seid alle gesund, stark und freilach, Shkoyach. Shkoyach. Amen, amen. Amen, amen. Seid gesund.